Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir an der Schlacht von Bunker Hill teilgenommen und ja, ich bin wieder hier in meiner Basis. Eigentlich brauche ich das ja gar nicht mehr, ne? Damit. Weil wir waren ja meine Pflanzen vorher, aber ich habe die ja nicht mehr. Ich habe für das Platz schaffen musste, was jetzt vollkommen zerstört ist. Und ja. Man steht hier, ich habe vergessen, die Power Armor einzulagern. Ah, habe schon einige Sachen verkauft, aber vergessen, meine Power Armor hier einzulagern. Ja, hier tue ich meine Power Armor einlagern. Und, ach, die wiegte nichts, weil ich. Ja, okay. Macht Sinn. Warum wiege ich noch immer so viel? Ja, ich habe hier den Helm ja beim Institut einfach mal geholt. So, ich habe hier eigentlich mal funktionieren gekriegt mit der Tür. Und ja, wir eiern ein bisschen durchs Ödland herum, würde ich sagen. Und gucken wir mal, was wir noch so finden. Ne? Okay, gut. Ich habe mal einen meiner Roboter hier wieder mitgenommen, den ich damals schon gebaut habe. Und ja, gucken wir mal. So, als wir im Bunker Hill waren, habe ich hier irgendwo einen Ort gesehen, der noch nicht verzeichnet war. Also gehen wir mal dahin als erstes. In der letzten Folge. Ich nehme an, das ist der Ort, wo die ganzen Supermutanten und so waren, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 300. Part, wo ich das Nuka World DLC mal beginne. Und ja, danach tun wir noch die ganzen Reste machen, was neu im Ödland zu finden ist. Ich glaube, mich hat einen neuen Part hier alles noch erkunden, was im Ödland ist. Dann ja, war es dann schon bald mit Fallout. Aber ich, ob ich dieses Jahr noch fertig werde, ich glaube nicht. Bin ich fast ein Jahr lang, ich glaube seit letztes Jahr November oder so, spiele ich das Spiel oder Dezember. Weiß ich gar nicht. So, hi, Dieser Doc Bereich Bot. könnte auch einem andauernden schweren Angriff standhalten. Beeindruckend. Ja, das sind 2 Jahre Angriff. Okay, das war jetzt nicht dort, den ich gesucht habe, aber das ist ein vierblättriges Kleeblatt. Also gehen wir mal da ein. Hallo, hier ist schon wieder direkt was. Hallo. Lassen wir das liegen. Oh, hi. Okay. Verschwindet er einfach. Oh, ich möchte nicht gelootet werden. Geh weg. So viele Dingens, ne? So viele. War ich da schon? Das sieht so bekannt aus. Okay, ignorieren wir mal, weil das sieht so ein bisschen bekannt aus. Waren nicht so ganz viele Meyer-Lurks? Irgendwie so ein Schiff, das die ganze Zeit geredet hat. Hallo, na? Letzter Market. Den sieht echt gar nichts auf. Aber egal, ich habe dafür massig Munition. So, da ist irgendwann, da ist ein Auto oder so. Gehen wir mal da rein. Den Ort wollte ich untersuchen, der hier auf Karte ist. Das aussieht wie so eine Burg. Packs 38, okay. War ich hier schon mal drin? Warte mal, das ist, er ist auf Karte verzeichnet, habe ich gerade gesehen, der Ort. Da war ich schon mal, ja. Name kommt mir sogar bekannt vor. Mäßig nicht, ne? Ja, hier sind wir noch mal von Nick. Für Nick irgendwann mal durch die Gegend gerannt. Okay, raus hier. Müssen wir auch für Nick diese Holobänder, glaube ich, sammeln. Okay, was mir übrigens auch, das ist schon sehr, das ist mir jetzt gerade erst eingefallen.
Es ist schon vor Ewigkeiten passiert, als ich irgendwann die Mission gemacht habe, wo wir Kellogg ausfindig machen mussten. Da musste man ja mit Dog Meat hier diese Zigaretten, oh Gott, anschnüffeln lassen, und der hat dann eigentlich das halbe Ödland hier geschleppt. Und ja, als ich Diamond City verlassen habe, hat irgendwie, ich glaube, Nick, den ich da mitgenommen habe, irgendeine Bemerkung gemacht. Und da hat man irgendwie im Hintergrund so ein Geräusch gehört, als wäre irgendwann abgestürzt. Und ich habe so das Gefühl, das war ein UFO. Und ungefähr genauso ähnlich war den Fallout 3 nämlich auch. Hat man irgendwo so ein Schiff abstürzen gesehen, und dann ist dann irgendwo im Ödland gelandet. Ich glaube, das ist aber Ähnliches. Ich hoffe es wenigstens, weil ich habe das jedes Mal geladen, um zu gucken, was der meint. Ich habe keine Ahnung, was. Einfach nur so ein Geräusch gehört, als wäre abgestürzt. Und ich nehme an, das war ein UFO. Das heißt, irgendwo hier im Ödland müsste ein UFO sein. Und das müssen wir finden. Und das werden wir auch finden irgendwann. Alles hier durchsuchen. Und dann jetzt wäre, dabei ist eine riesige Ironie, wenn ich das jetzt finden würde. So, was hat sich der Ort jetzt gerade erkundet, oder bin ich jetzt ganz blöd? Das war erfreulich einfach. Zum Teufel. Macht die einfach kleiner als aussehen. So, haben wir den auch schon? Ja, boah. Ithaca Memorial Bridge. Ah, erstmal da reingehen. Ja, da ist doch das hier. Oh Gott. Weil es am Brennen war, als ich hier hingegangen bin. Warum ist hier wieder Öl? Pass auf mit deinem Feuerschwert. Ich geh mal da lang. Meine Güte, ich finde hier Orte, aber ist nicht zu wählen. Was ist das? So, ich dachte jetzt, das wäre so ein Roboter irgendwie. Ja, Supermutanten, oder? Ja, schon, ja, diese Fleischsäcke. Hier waren wir da, glaube ich, auch schon mal. Warum habe ich diese Orte nicht nochmal erkundet? Aha. Was zum. Das hier mit VTS auf die. Was zum. Das ja auch ein VTS-Punkt habe. Ich meine Erfahrungspunkte. Hallo. Oh, sehr gut. Da kommt her, wo seid ihr alle? Komm runter. Ich kaputt hauen wegen Erfahrungspunkte. Fünffachen. Nur 13, sehr gut. Warum leckert so? Primus, oh Gott. Muss aber viel Erfahrungspunkte geben. Wie macht der starke Angriff nicht viel mehr Schaden? Wo seid ihr alle? Hier drin? Hab ich kaputt? Oh, die Erfahrungspunkte. Ich habe ja schon vorbei, verdammt. Zu den Legendären kommen. Schlauer als du. Hammer, was? Hammer? Okay. Hammer. Dünn, 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 dünn. Auch ich keine Erfahrungspunkte manchmal. Ah.
Oh, hier reingegangen. Er ist zerstört. War. Oh, jedes Mal. Ey. Jetzt bekomme ich ja alles Zins oder was? Hinterhofbunker, okay. Lass mal da reingehen. Meiner haben wir auch schon erkundet hier, aber ich habe es wieder nicht wiedergefunden. Kann ja passieren. Einigen Orten. Vielleicht bin ich auch hier Magazine, die ich nicht wiedergefunden habe. Ein paar fehlen mir nämlich. Ich habe ja extra so ein Screenshot gemacht von all meinen Magazinen, bevor ich hier einen neuen Spielstand gemacht habe. Und ja, da fehlen ein paar. Zum Beispiel die Gocknack-Dinger. Da hatte ich nämlich alle schon im vorherigen Spielstand. Jetzt habe ich, glaube ich, 8 oder 9 nur. Boah. Wie schön. Rain's Terminal. Restroom, was? Das kann ich bei meinen Dingens leisten, bei meinen. Bei meinen Haarklammern, die ich nur noch habe. Oh. Ja, man versucht ja wegzugraben, oder was? Oh, die Liebes. Wenn du diese Nachricht hörst, sind ich und ich zu Hause im Bunker in Sicherheit. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Ich würde alles geben, um jetzt bei dir zu sein. Aber hier und hier bauen auf mich. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Wer redet denn da? Wer redet denn da schon wieder? So, ich muss schon sagen, ich hatte schon wieder ihr verdammtes Radio an ist. Vault. Eine Vault in der Nähe. Irgendwo ist ein Ort freigeschaltet worden jetzt, okay. Geiler Bunker. So ein Bunker, der im Boden ist, finde ich jetzt nicht so sicher. Er müsste schon irgendwie so versteckt sein oder so. In so ein kleines Häuschen hier, den jeder sehen kann. Ich meine mich an einen Raum jetzt zu erinnern. War nicht irgendwo mal so ein Roboter, so eine Tür, die ich aufgeschlossen habe, und da hat mich so ein Roboter angegriffen, so Mr. Handy, glaube ich. Oh, hi. Ma, kein einzige. Das ist eine Herausforderung. Ja, verbrannter Comic fast. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Fallout 3 so auf Schnellspeichern gemacht habe. Wo ich glaube, in Fallout 3 gab es gar nicht. Jedenfalls nicht in der PS3-Version. Also Konsolen-Version. PC-Version ging da glaube ich schon immer.
New Vegas gab es da, glaube ich. Ich habe die benutzt, glaube ich. Das hatte ich für den PC. Aber naja. Schrotpatronen. Ich auch mal wieder benutzen, Schrotgewehr. Also unglaublich stark sind die Gegner jetzt auch nicht mehr, habe ich so ein Gefühl. Kann man da rein? Nö. Das sieht immer so aus, als könnte man da rein. Neben meiner Basis ist ja auch so ein Teil. Na. Bin ich da nicht durchs Loch gefallen? Aber die haben sich hier was zum hier schönen Grill aufgebaut. Soll man wieder Fleisch und alles mitnehmen? Fallout besteht echt voll nur aus sich umschauen, ne? Man könnte meinen, das wäre langweilig nach einer Zeit. Hier jede einzelne Bude und so abzusuchen, jede Ecke zu untersuchen. Man spielt doch nicht jeder so. Aber was ich so Let's Play-mäßig gesehen habe, scheint das doch oft alle so zu spielen. So gründlich. Wie groß ist denn das? Ja, da kenne ich noch alles hier. Da war eine Granate. Oh nein. Ja, hier erinnere ich mich noch dran. Du bist auch hier irgendwo. Na, hier habe ich den Eingang gesucht, genau. Erinnere ich mich sogar noch dran. Da. Ja, auf dich gehe ich mit Dinges los hier. Mein Hammer. Oh, zum Teufel. Was soll da dauern? Hallo. Boah. Da bist du mit deinen Armen blocken, oder was? So muskulös bist du auch nicht. Macht das Wiesel. Okay. Wenn das hat. Behämmert. 20 Mal auf einen Gegner einschlagen, da endlich verreckt. Spiel leckt ganz schön oft. Heute, oder? Im letzten Part schon. Was? Wer hat das gesagt? Hallo? Duell. Hi, Mark. Muss ich jetzt jedes Mal sagen, wenn so ein nicht so ein Geschütz sehe. Oh, hi, Mark. I did not hit her. I did not hit. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Ah. Das Ding nicht auch 556er 5,56 Muni
euch kam das hier so ein Dingens war da. Na, was ist denn da schon wieder passiert, Mann? Weiß nicht, ihr könnt auch wieder so richtig geil eine Siedlung bauen, aber hier geht natürlich wieder nicht. Oh. Ah. Noch mehr. Hat er wieder Boom gemacht. So, das Ding ist explodiert. Oder ist er noch am explodieren? Das Gerät lauter wie hier. Nassen Protektron. Alter, was macht ihr hier, wenn ich weg bin? Hm. Ah, hier ist nichts anscheinend. Geschafft. Will überlegen, ob ich die Wackelpuppen mal hallo. Jetzt mal, ah, was? Ich bin mal überlegen, ob ich die Magazine und die Wackelpuppen googeln soll, wenn ich. Da waren wir doch, dann kenne ich doch Namen. Na, dann gehen wir da auch noch rein. Jetzt haben wir hier schon einen bekannten Ort abgesucht. Dann tun wir den zweiten auch. Ich meine, da waren Meyerlurks drin und da ist dieses eine. Ich meine, da ist dieses eine Schiff drin in der Mitte. So ein Typ, der die ganze Zeit so eine Holoband-Nachricht da abspricht. Oder? Wir sind auf jeden Fall Meyerlurks, glaube ich. Hallo. Hm. Oh, ich habe doch Dings, ne? Oh, nein, die wollte ich nicht. Ich dachte, ich habe Pigments, klinge eher dabei. Immer dabei, wiegt nur eins. Stich, stich, stich. Stich, stich, stich. Was nicht weg, dann bist du sowieso gleich tot. Von die Seite geschossen. Au. Ma. Ah, an dem Ort erinnere ich mich noch. Ah, Irish Pride Werft. Werft. Ah, na gut. Aber zwei Orte, die wir schon eigentlich kannten. Nochmal erkundet. Oh, ja, genau. Ja, vielleicht sind da hier einige Magazine, die ich übersehen habe. Wackelpuppen habe ich eigentlich keine übersehen. Ich habe genauso viele wie vorher. Ist noch eigentlich die noch gleichen sein. Wenn die Meyerlocks sind, dann kann das natürlich wieder witzig sein. Cool. Nein, das ist nicht cool. Soll ich mein Messer aus? Ich dampfte einfach drauf. Ja, ekelhaft. Ja, genau. Ich habe diese Titanic-Anspielung gemacht. Am Anfang eines Parts. Ich habe etwas entdeckt. So, ruhig drauf schießen können. Ah, was? Ja, ich habe ausgeschaltet. Was ich nicht geschaltet? Ich war es. Ich war es ganz allein. Ich glaube, ich habe mich da oben in Sicherheit gebracht, ne? Beim ersten Mal. Weil die damals so stark waren. Aber jetzt werde ich das ja wohl schaffen. Einer. Stich.
Element fängt an, hier anzuzünden. Sehr gut. Hat er mich gerade Mam genannt? Sag ich irre? Ich glaube, ich muss dich in die Luft jagen. Geht, glaube ich, sogar. Hallo, Tabu-Tattoos. Ah. Gesichtstattoo. Was zum? Muss ich mir nochmal angucken. Wo ist es? Da unten rechts. Das ist ja Dovahkiin. Warte. Geil. Will ich vielleicht auch mal machen. Ja, so eine Tattoo oder ein Bart oder irgendwie sowas machen. Oder jederzeit ändern. Noch mehr? Nein, gut. Also ruhig. Rory's Terminal. Friede, Friede, was? Oh. Oh Gott, kommst du denn her? Tot? Okay. So ein Messerkampf, warum sieht er so competitive aus? Ja gut, mein Gott, wenn ich mich daran erinnere, was für Schwierigkeiten ich hatte. Damals, als ich noch jung und unerfahren war, vor einem Jahr. Eine ganz andere Zeitrechnung, hallo? Echt hier mehr so ein Nahkämpfer als ein Fernkampf, habe ich das Gefühl. Also, du bist schon tot. Weil es voll so darauf stürmen. I'm kill you all. Was ist das denn schon wieder? Ich habe keinen Bock gerade zu stehen, deswegen stehe ich so. Oh, verdammt. Ich hab's ruiniert. Das neue unten. Da laufen bestimmt die ganzen Legendären und so rum, ne? Wir sind alle hier rausgeschlüpft, wollte schon sagen. Komm hier auf einmal her. Stich. 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 Geil. Mein Gott, so schnell wie die Viecher sind, ne? Kannst du ja nur mit Nahkampf nach mir rumlaufen. Raketenwerfer. Defekt. Ja. Alter. Ist hier schon wieder. Achso. Unter der Treppe. Ist hier was. Gegen Tiere, super. Keiner. Wupp. So ein Stück abgeschnitten aus Versehen. Ne? Ja. Ah, du bist Rory. Ja, verdammt, jetzt habe ich den Dings hier. Ah, den ich aufschließen hätte können. Das kommt schon wieder. Wart hierfür. Nee.
Also ich sehe ja schon, dass hier welche wackeln. Ich kann die gar nicht mitnehmen. Ich dachte, ich kann die mitnehmen, bevor die ausschlüpfen. Das Leben lang. Okay. Gut, dann sind wir ja auffällig. Gehen wir in der nächsten Folge wieder ein paar andere Orte hier erkunden. Erstmal aus hier. Ja, verdammt. Aufschließen können. Gut. Dann war es das für diesen Part. In der nächsten Folge finden wir hoffentlich mal ein paar neue Orte. Statt die, die ich im ersten Spielstand hier noch gefunden habe, aber nicht wieder gefunden habe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlichst fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und Ladebildschirm geht's weg. Danke. Tschüss.